in der Abteilung Auswirkungen der CCDV auf Communities und Individuen. Es ist ja so, dass natürlich ganze Gesellschaften und Individuen die Auswirkungen von dieser Überwachung spüren. Und da hat die FRA, und wir sind Mitglied bei der FRA, die FRA, das ist die Agency, die Europäische Menschenrechtsagentur, schon Untersuchungen gemacht und auch schon sehr gute Untersuchungen durchgeführt, dass es sehr viele negative Auswirkungen auf das soziale Miteinander gibt und auch das individuelle und das soziale Miteinander. Und jetzt haben wir damals von Stop Audit 2020 einen sehr schönen Überblick gemacht, welche denn diese sind, und ich werde jetzt mal ein paar nennen, nämlich diese Auswirkungen der direkten CCTV, Closed Circuit TV, das ist die geschlossene Kameraüberwachung, also geschlossen bedeutet durchweg überall, quasi als Naht aneinandergereiht. Die Stigmatisierung von spezifischen sozialen Gruppen. Ja, wir können eine ganze Menge Algorithmen entwickeln, die dann in eine Kamera eingespeist werden oder wodurch die Aufnahmen gefiltert und strukturiert werden können. Und da können auch eben spezifische soziale Gruppen erkannt werden, ob nun anhand von Kleidung oder anhand von Gang oder anhand von Hautfarbe. Also es wird wirklich sehr rassistisch. Das ist eine Tatsache, die man untersucht hat und die entstehen kann. Und die sich auch teilweise schon zeigt. Dann haben wir rassistische Erfassung und Zerstörung von Vertrauensbeziehungen zu lokalen Communities. Ja? Also wenn wir eine Gruppe von Flüchtlingen haben, die dann als solche markiert wird und als solche durch der Algorithmus erfasst wird, dann ist das ein Rassismus und dann ist das nicht in Ordnung. Dann haben wir die negative psychologischen Effekte durch die Routinearbeit bei CCTV. Routinearbeit bedeutet immer wieder dasselbe. Also negative psychologische Effekte bedeutet, wenn ich hier jeden Tag am Südkreuz zweimal, also einmal einsteige und dann abends wieder einmal aussteige, und ich bin jetzt kein Freiwilliger und das wäre jetzt ein System, welches eingeführt wäre, dann müsste ich damit leben, dass ich jeden Tag zweimal hier durchgescannt werde. Und das kann mich psychisch belasten. Und das ist ein Fakt, dass eben viele Leute langfristig diese unangenehme, paranoide Entwicklung erleben, ja, und das ist etwas, das hat sich gezeigt, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Dann haben wir die Macht- und Verfügungsgewalt auch in automatisierten Systemen der Bediener. Das bedeutet, derjenige, der diesen Algorithmus entwickelt, hat ja die Macht über die Auswertung der Daten. Und das ist irgendjemand, den wir nicht kennen, ja, das ist irgendein ITler, der wahrscheinlich null Ahnung hat von den Auswirkungen von dem, was er da eigentlich entwickelt. Oder es ist ein Beamter, der einfach eine Anweisung durchführt, ja. De facto erinnert mich das ein bisschen nee, das sage ich jetzt nicht. Aber Fakt ist, das ist ein Problem, ja. Wer bestimmt denn über den Algorithmus, warum was gescannt wird? Oder wo eingeordnet wird, ja, wo systematisiert wird oder wie? Wer bestimmt das? Das können wir gar nicht machen, haben wir gar keinen Einfluss darauf, ja. Dann die vorbeugende Rauswurf von unerwünschten Gruppierungen in sicheren städtischen Bereichen. Also so wie eben die Jugendlichen dann immer mit ihren Skateboards irgendwo rumfahren, so wurden sie ja in England schon durch hochfrequente Geräusche vertrieben, weil sie vorher wahrgenommen wurden als Störquelle durch Kameras. Ja, und das ist ein Vertreiben von Menschen, das dann durch überhaupt erst ermöglicht wird durch die Wahrnehmung über die Kameras. Dann haben wir diese vielen Datenschutzrisiken im physischen Raum, die eben die Bewegungsfreiheit begrenzen, so dass man sich überlegen muss, wenn ich gescannt werde an den und den und den Ort, gehe ich denn da überhaupt noch hin? Und da geht es jetzt nicht um Verbrecher oder Nichtverbrecher, sondern um Menschen, die Entscheidung treffen müssen, und zwar permanent im öffentlichen Raum, ob sie aufgezeichnet werden möchten oder nicht und ob sie sich jetzt an Ort A oder Ort B aufhalten möchten. Und das ist eigentlich eine unzumutbare Situation. Und dann haben wir das unbegründete und unangemessene Suchen und Beschlagnahmen, ja? Also unbegründet kann dann einfach einmal rausgefiltert werden und durchsucht werden, weil er ein bestimmtes Muster zeigt, welches jemand von oben einprogrammiert hat, dass dieses Muster gesucht wird. Ja, das ist ein sehr großes Problem. Dann die Erpressung und Bereicherung aus persönlichen Gründen. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber Hollywood ist nicht schlecht, was Szenarien angeht. Ja? Und wer jetzt an welcher Kamera ran kann und welche Daten wo raus
rausnehmen kann. Wir wissen das von den Filmen des Edward Snowden und von der ganzen Geschichte des Edward Snowden, dass da man gar nicht mal so schwer an bestimmten Daten kommen kann. Ja? Die Tatsache, dass Snowden eben Daten entnommen hat, ist doch schon ein Beweis dafür, dass die Sicherung dieser Daten überhaupt nicht so ist, wie man uns immer erzählt. Ja? Und was man dann damit macht, wen man wie erpresst und wen man wohin drängt, das ist eine Forschung, die die EU-Agentur für Menschenrechte gemacht hat und nicht wir. Das heißt, da sagen auch andere schon, dass es Probleme gibt, massive Probleme, und die wurden hier einfach nicht berücksichtigt. Ja? Dann haben wir Bedrohung der freien Meinungsäußerung, natürlich. Ja, wenn man weiß, drei Aktivisten rennen immer am Südkreuz rum, ja, wo rennen die denn jetzt wieder rum? Dann kann man die auch schneller finden. Ja? Dann haben wir die Identifikationsfehler durch die Effektivität der automatisierten Technologie, das heißt eben false positive, ja, also fehlerhafte Erkennung und dann Identifikationsfehler und dann Stigmatisierung und Ausgrenzung. Dann die Verletzung der Privatsphäre in der Überwachung. Ja, wenn ich da drin mit meinem Freund knutschen will, hat mich die Kamera dabei nicht aufzuzeichnen. Das hat einfach nicht zu passieren. Ist so. Möchte ich nicht. Ja, ist ein Fakt. Und da möchte ich auch, dass das auch so bleibt. Oder wenn mein Kind irgendwie da rumspielt, mein Hund, dann hat es auch nicht einfach aufgezeichnet zu werden. Oder wenn ich irgendwie stolpere und ungünstig falle und mein Rock über meinen Kopf, dann hat das auch nicht aufgezeichnet zu werden. Ja, es muss doch möglich sein, sich menschlich normal zu bewegen mit Unfällen, ohne dass mich irgendjemand da gleich irgendwo fixiert und anvisiert, ja. Dann haben wir Repressionen und Sanktionen bei politischen Dissens. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die sozusagen, wenn politische Dissens besteht, das wäre ja der Fall bei kleineren aktiven Gruppen, die nicht mal jetzt hier gewalttätig sein müssen, nein, die einfach nur andere Meinung haben, dass da auch schon durch die Kameraaufnahmen Repressionen erfolgen können, ja, weil sie erkannt werden, weil sie ja festgehalten werden können. Dann Verlust des Glaubens und Vertrauens an die Polizei, und das ist eine ganz schlimme Sache. Das ist eine ganz schlimme Sache. Wenn ich nicht mehr darauf vertraue, dass die Polizei mich schützt, sondern dass sie mich heimlich überwacht, dann ist das ein sehr großes Problem. Ich habe bisher ein durchaus großes Vertrauen in die Polizei, muss ich ja so sagen. Und ich habe immer nur Positives erlebt und wurde auch oft beschützt. Ja? Und wenn sich das aber kippt, wenn die Leute plötzlich Angst bekommen, weil die Kameras hier irgendwie in unnötigen Sachen filmen, ja? unnötige Dinge und persönliche Dinge filmen, dann wird das eine sehr unangenehme Sache. Dann die Polizei verliert ihre Legitimation in den Augen der Öffentlichkeit. Ja? Wenn wir hier 80 Kameras haben, irgendwann 180 Kameras, dann fragt sich die Öffentlichkeit, ja, wozu brauchen wir denn die Polizisten? Das regelt doch alles der Algorithmus. Das reicht doch die Maschine, ja? Wie hieß der? Der Polizist? Wie hieß der automatische Polizist? Cybercop? Heißt der Cybercop? Robocop. Genau das. Ich will kein Robocop. Ich will nicht, dass Robocop kommt und mich beschützt. Nein, ich möchte einen normalen, menschlichen Polizisten, der mich beschützt, dem ich in die Augen gucken kann und der versteht, dass es mir nicht gut geht oder dass ich irgendwie belästigt werde, wo ich normal sprechen kann. Robocop ist keine Lösung. Muss hier mal festgehalten werden. Robocop ist keine Lösung. Ja? Und Robocop ist da hinten schon hier 80 Mal vertreten, ja, oder soll noch mehr. Das ist keine Lösung. Ja? Dann haben wir aus eigenen Gutdünken Bruch des Datenschutzes in Beziehungen zwischen unterschiedlichen Beteiligten. Das bedeutet, wenn ich gefilmt werde als Non-Profit-Aktivist und dann die Behörde das mitbekommt, was ich da wo belabert habe, kann die Behörde irgendwann aufgrund von irgendwelchen Problemen, die immer wieder auftreten können, Entscheidungen treffen, mir Gelder sperren, mir Hilfen verwehren. Das alles kann passieren und das ist bei der Forschung rausgekommen. Ja? Das ist eine Tatsache, dass das passieren kann. Ja, das ist ja die Stigmatisierung. Dann haben wir Verlust des Glaubens und Vertrauens an Institutionen. Ja? Ich muss doch an den Institutionen, die ich hier mit den Steuergeldern bezahle und mit denen wir hier alle in Frieden leben können, muss ich doch ein Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen geht doch zu Bruch, wenn ich das gegenüber einem Roboter bringen soll und die Institution sich nicht mehr dafür zuständig fühlt. Oder wenn die Institution sagt, dass der Roboter mehr Recht hat als der Mensch. Das kann es ja nicht sein. Ja? So nicht. Dann haben wir schädliche Effekte auf soziale Beziehungen in Schulen. Und das Schule, meine lieben Freunde, es wird ja immer wieder geschrien, Kamera
Sexualüberwachung an Schulen ausweiten, weil Brutalität, radikal, bringt aber leider nichts. Im Gegenteil, die tun sich ja dann noch hypen. Ja, wer traut sich da noch, die Olle in den Arsch zu treten, wenn die Kamera noch an ist? Ja, also das, sowas kann missbraucht werden, das passiert oft. Die Schüler lassen sich von sowas nicht abschrecken. Die das tun wollen, die machen es trotzdem. Und die anderen sind einfach nur, fühlen sich belästigt. Und das ist etwas, an Schulen sollten überhaupt keine Kameras sein. An Schulen hat es gefälligst mehr Sozialarbeiter zu geben, wenn es dort Probleme gibt. Sozialarbeiter werden ausgebildet und sind dann arbeitslos. Warum ist das so? Ja, gibt genug Platz für Sozialarbeiter. So, dann haben wir auch noch ein paar Probleme, die sich mit der Data Mining und Data Storage beschäftigen. Das bedeutet Datenbeurteilung oder Datenanalyse, Datenvergleich und die zentrale Speicherung von Daten. Und das sind Probleme, die über unseren Geist hinausgehen. Das heißt, es sind wirklich große Sachen. Ja? Wir haben Hintergründe in der Mobilität bestimmter Gruppierungen, also Hinderungsgründe. Ja? Das heißt, man kann durch die Erfassung von einer Gruppe diese Gruppe am Weiterreisen hindern. Ja? Man kann also sagen, diese Aktivistengruppe, die Anti-Atom-Gegner, fahren mit dem Bus in Berlin los. Ja, wir haben die alle abgescannt, wir wissen, welche dabei sind. Wir verhindern mal die nächste Instanz, verhindern wir die Weiterreise. So, und das ist auch etwas, was nicht sein darf, ja. Wir sind hier eigentlich noch in einem freien Staat. Also das geht nicht, dass wir plötzlich Reisefreiheitseinschränkungen in dieser Form haben. Dann eine neue Form von digitaler Kluft. Das heißt, die haben wir ja eigentlich schon, diese neue digitale Kluft. Die einen, die sich Chips implantieren lassen, damit sie bezahlen, weil das so modern und so toll und so einfach geht. Und die anderen, die anonym sich bewegen wollen, ja. Und diese Kluft, die ist noch nicht überwunden, die kann man gar nicht richtig überwinden, ja. Also es gibt Menschen, die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, was eigentlich mit dem, was sie da machen, passiert. Also mit der Datenmenge, die sie da abgeben, passiert. Es gibt diese Menschen. Und diese Menschen werden benutzt, um noch mehr Datenkonstruktionen aufzubauen. Dann der Bruch des Versprechens auf Vertraulichkeit, ja. Vertraulichkeit, wenn ich ein vertrautes Gespräch hier irgendwo führen will und mich aber eine Kamera dabei aufzeichnet, ist das nicht mehr vertraulich. Das ist nicht mehr vertraulich. Und ich muss doch wohl überall ein vertrauliches Gespräch führen können, wenn ich das möchte, wenn ich nicht gerade vor dem Mikrofon stehe, ja. Es muss doch möglich sein, dass ich mich mit jemandem vertraulich unterhalte und das muss ich nicht immer nur zu Hause machen können, das muss ich auch mal draußen machen können, wie ich das möchte. Das ist wichtig. Dann das Verschwinden der Möglichkeit auf Anonymität und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und das ist ein Punkt, wo immer wieder Missverständnisse auftauchen. Warum ist Anonymität so wichtig, liebe Freunde? Weil Opfer verfolgt werden können. Und das verstehen viele Gruppierungen nicht, die sagen, ja, aber Menschenhandel stoppen ist wichtig. Durch die massenhafte Abscannung können wir ja auch viel besser finden, wo welche Verbrecher wo sind. Ja, aber ihr könnt auch die Opfer viel besser finden und die können auch von anderen viel besser gefunden werden. Und die Opfer, und das haben wir oft erlebt, wollen anonym sein, weil sie Opfer wurden. Und zwar nicht mal durch Datenschutzverbrechen, sondern durch reale Verbrechen. Sie wollen anonym agieren, weil sie wissen, dass da jemand ist, der es auf sie abgesehen hat. Und diese Chance müssen sie bekommen. Das ist wichtig, dass das erhalten bleibt, die Anonymität. Ja. So, ein paar Punkte haben wir noch und dann sind wir nämlich durch. Wir haben dann noch die Erzeugung von gefälschten virtuellen Kopien. Liebe Freunde, was ist das? Gefälschte virtuelle Kopien. Ja, jemand schnappt sich meine biometrische Daten aus dem Zentralserver und baut sich eine neue Uschi zusammen und kauft dann mal eben schnell bei Mediamarkt für ein paar Tausis ein und dann soll ich beweisen, dass ich das nicht bin. Wie soll denn das funktionieren? Funktioniert gar nicht. So. Und das, damit kann man noch viel schlimmere Sachen machen. Dann die geodemografische Diskriminierung, das ist ein sehr großes Themenpunkt. Und das Hinzufügen von Merkmalen bei unschuldigen Menschen. Ja? Also man kann Daten dekonstruieren und neu konstruieren. Und das kann man beim Datendiebstahl, macht man das ja. Und das ist ja das Problem, das ist ja ein Verbrechen. Und trotzdem heißt es ja nicht, dass es nicht stattfindet, nur weil wir das nicht wissen. Das sind so die Probleme. Es gibt noch viel mehr. Und manches doppelt sich auch. Also zum Anschluss möchte ich ein paar Worte sagen. Wir haben Forderungen. Und unsere Forderungen in Bezug auf dieses Projekt hier sind, dass so eine Forschung hier nicht stattfindet. Unsere Forderungen sind, dass mehr menschliches Personal und Sicherheitspersonal abgestellt wird und weniger Kameras. Wir fordern auch, dass die Datensparsamkeit berücksichtigt wird und
dass die Zivilcourage gestärkt wird. Und dass diese Fehlinvestitionen, diese großen Fehlinvestitionen, diese riesengroßen Berge von Geld, die da versanden, dass sie nicht mehr versanden. Weil das ist Geld, was uns allen irgendwo gehört. Wir haben es ja mit bezahlt. Und die Einhaltung des Datenschutzes und der Menschenrechte ist unsere zentrale Forderung an der Stelle. Und wir hoffen, dass das hier jemand mitbekommen hat, dass das in die Welt hinausgeht. Und wir werden natürlich noch viel mehr Aktionen dazu machen. Das ist nicht die erste, das ist nicht die einzige, es ist die erste. So. Daher seid ihr alle natürlich eingeladen, bei den nächsten Aktionen mit dabei zu sein und weiterzutragen und diese Flyer mitzunehmen und auch zu verteilen. Ich danke euch sehr, dass ihr alle da wart. Vielen Dank.